So, bevor die Mod-Vorstellung losgeht, jetzt nochmal für immer die Erinnerung daran, oder beziehungsweise ich glaube, ich schneide das einfach jedes Mal vor. Drückt R3, L3, wenn euch nicht alle Mods angezeigt werden. Sonst könnt ihr nur die Top-Mods sehen. Da ist ein Unterschied, ne? Wie man sieht. Auch wenn man hier nach hinten scrollt. Hier. Sieht man auch nur Top-Mods oder alle Mods. Ja, dann viel Spaß. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich weiß, es ist etwas spät, aber es kommt noch. Wir haben neue Mods oder beziehungsweise von mir vergessene Mods, die was eigentlich ziemlich geil sind, Alter. Ja, fangen wir mit dem von heute an. Einmal haben wir den JCB wieder. Yay. Dieser kleine Kompaktlader. Kommt mit zwei Ausführungen daher. Zack. Das ist irgendwie cool, wenn die so hochgehoben dastehen. Genau. Wir benutzen hier, genau, da. Dieser JCB hier. Den gibt es halt hier mit unterschiedlicher Ausführung. Einmal halt hier normal, der mit Rädern und der mit Ketten. Oder mit einem Band. Geschwindigkeitsunterschied ist keiner und PS-Unterschied auch nicht. Das ist halt bloß einmal mit Rädern und mit Band. Ich finde irgendwie Band so cool. Ja. Na gut. Ansonsten fährt sogar schneller als der hier. Also, wie sieht es bei der Leistung aus? Leistung ist gleich. Das heißt, der hier ist besser als der. Geil, oder? Schön. Und nur Preis-Leistung? Nee, kostet aber dafür mehr. Naja, dafür 1 km/h schneller. Heute 1 km/h. Ja, okay. Dann haben wir von km/h-Zahl her nichts zu toppen. Der gute alte hier. Der Weltrekord-Raptor. Der schnellste Träger, den es gibt. Von Valtra. Schöne ist halt, dieser Traktor ist komplett funktionsfähig. Den gibt es auch in Real Life halt. Und weiß aber gar nicht, der müsste irgendwo ausgestellt sein. Dieser Traktor schafft wirklich 130 km/h. Darum steht es nochmal 100. Weltrekord ist 130,165 kmh. Also der kann was. Ja, genau. Hat hier schön Aufkleber drauf und alles. Wir gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Haben ein bisschen den Motor gedudelt im Hintergrund. Hey. Hier. Fastest Tractor. Valtra und so. Ja, den gibt es schon im hier 17er. Da kam der zum nicht zu Weihnachten da. Der kam zu Nikolaus. Genau, war das Nikolaus-Geschenk quasi. Das Jahr drauf war ja dann dieser eine andere Valtra mit dem. Hier. Da der N-Serie, wo einfach nur eine blaue Schrift an der Seite dran ist und den du quasi nicht verändern konntest. Oder halt farblich verändern konntest. Na gut, auf jeden Fall der hier. Ist quasi der. Gucken wir einfach im Shop. Oder Mittelgroßraktoren. Hier ist der T-Serie. Wir hinten auch nochmal mit Flecken. Hier T-Serie, bloß halt. Als WR-Edition. Ja, der fährt halt seine 130 km/h. Hat 250 PS. Das ist quasi wirklich ein Traktorauto. Ja. Anpassen kann man an dem nichts. Der gibt's auch. Den kannst du ja auch nicht anfassen. Anfassen, genau. Kannst du auch nicht anpassen. Den gibt's ja auch nur so einmalig in Real Life. Glaube ich. Oh. Ich finde, der sollte in Serie gehen. Also. Ein Träger mit 200 km/h. Das war geil. 200 km/h, 130. Ja, ansonsten ist das halt, wie gesagt, ein komplett. Der Valtra bloß halt hat der andere auch so einen engen Wendekreis, sag mal. Naja, ist halt dieser Valtra bloß halt mit ohne Geschwindigkeitslimit. Also fahren wir mal, gehen wir mal Gas mit dem. Oder warte mal, nee, ich habe eine andere Idee. Ich hab gerade spontan andere. Alter, der Wendekreis von dem Ding, au, ist ja. Hey. Ich habe eine andere. Alter. Vor allem jetzt hockt man wirklich im Sitz, ne? Warte mal. Ja,
Oh mein Gott, es bewegt sich alles. Man hockt wirklich im Sitz. Der Sitz bewegt sich nur. Boah, Alter, ist das halt geil, mit dem zu fahren. Oh Mann. Ich hoffe, dass. Das heißt, das wird bald gepatcht anscheinend. Geil. Würde ich jetzt so sagen, weil. Egal. Ja, dann gibt es noch den hier. Den Leaper. Das heißt, wen jetzt hier den New Holland nicht zugesagt hat und den JCB sowieso scheiße findet, der kann jetzt wieder den Leaper nutzen. Der schöne Leaper. Ist zwar mit 150 PS sehr schwach im Vergleich zu seinen größeren Brüdern, aber ich finde eigentlich, der sieht schon geil aus, muss ich sagen. Hier auch. Zwillingsbereifung vorne. Ja. Übrigens, Zwillingsbereifung ist ja dafür da, gerade auch beim Silo verdichten oder Silo schieben oder so. Wenn du die Dings mal oben hast, was man manchmal machen muss, damit du halt nicht so schnell umkippst. Genau. Die hat er natürlich auch hier. Und der hat Breitreifen. Also der ist geil. Wenn wir jetzt hier mal gucken, Radlader hier. Einmal Teleborg, Michelin oder Michelin. Und dann halt hier die Zwingungsbereifung vorne und die. Und die rechteckigen Schlappen hier. Sorry. Sind zwar etwas kleiner, aber kamera-technisch müsste eigentlich kein Unterschied bei dem sein. Oh. Ansonsten ist das halt der Leaper, wie man ihn kennt. Pedale sehen bewegend aus. Der Joystick da bewegt sich auch so, wie er soll. Hier oben haben wir auch ein Display, was ausgeht, wenn man den Motor ausmachen. Da haben wir auch Geschwindigkeit. Genau, oder? Ja. So, ansonsten. Oh. Kann ich jetzt mal meine Idee machen? Wo ist er? Da. Alter, ich liebe diesen Träger. Das ist jetzt offiziell mein Lieblingstraktor. Das war irgendwie schon immer mein Lieblingsträger, einfach weil der so schnell war. Aber jetzt, dadurch, dass die Kabinen. Alter, wieder. Oh. Alter, ist ja geil. Und den drückt sie richtig rein. Ach, ei. Na gut, man merkt halt jeden einzelnen Stoß oder halt. Ne? Naja. So, jetzt haben wir hier mal freie Fläche. Gehen wir mal Gas her. Ich mich halt zurückdrücke. Alter. Ja, hier haben wir Max Speed. Boah. Also man sieht schon, er ist sehr schnell und dann kann man ihn nicht mehr kontrollieren. Also quasi wirklich schon unbegrenzte Geschwindigkeit, weil irgendwann kannst du ihn halt nicht mehr kontrollieren. Ja. Ist das schön, was ich hier gebaut habe, oder? Nicht? Gut. Ne, gucken wir uns noch die anderen Mods an. Boah, Alter, macht's Bock mit ihm rumzuheizen, ey. Gerade auch, weil der endlich im Sitz hockt. Na gut. Stellen wir ihn einfach mal hier ab. So, wir haben wieder die Holzlager, warte mal. Ich habe mal wieder die Holzlager. Das sind, vergessen, Kettensäge zu kaufen. Ja, ich weiß. Das sind, quasi eigentlich abgesägte, oder halt so abgekürzte Bäume. Wenn jetzt denkt, oh, ne, ist mir zu groß, ich säge hier mal ein Stück ab. Kannst du da ein Stück absägen? Schon sind sie kleiner. So, kannst du wirklich komplett klein schnetzeln, das Ding. Kannst du es auch komplett wieder raussägen. Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, das Ding zu entfernen. Das heißt, das ist wirklich ein Baum. Das ist so wie ein Baum im 15er, wenn du ihn platziert hast. Ne? Heißt, es kostet Slots, aber du bekommst diese Slots nie wieder. Hier, wenn wir unter Garage gucken, ist alles gelistet, außer halt diese platzierbaren Dinger da, ne? Genau. Können wir nochmal hier gucken. Hier, Dekoration war die, glaube ich. Nee, die wäre es. Genau. Ja, hier einmal der Holzstutzen. Dann hier der Holzstutzen 2. Der mit nochmal so ein extra Keil dazwischen. Dann hier Holzlager klein und nochmal Holzlager groß. Was dieses Zeichen da zu bedeuten hat, da drunter. Hier, das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, so hier das Holzlager klein. Hier diese einzelnen Stutzen ist halt, wie gesagt, ein abgesägter Baum. Kannst du hier auch einfach
Zack, runter machen und dann fällt er um. Wie ein Baum halt. Genauso auch das Ding. Kannst auch was hergehen und einfach hier. Wer Bock zu. Warte mal, das dauert ein bisschen lange. Hier, wer Bock zu hat, einfach so quer und wegsägen. So, und dann kannst du hier teilnehmen. Kannst du hier den anderen teilnehmen. Das hier, das ist der einmal durchgesägt. Ja, kannst du auch. Hier zum Beispiel genau an der Kante machen. Oh. Ist halt wie gesagt Holzlager. oder halt hier. Quatsch, ist halt Holz. So. Dann haben wir jetzt hier noch das große Lager. Das, was quasi aus den Dingern da besteht. Ja. Was das Zeichen zu bedeuten hat, ist ganz einfach. Dieses Lager hier passt sich im Terrain an, wie man sieht hier. Passt sich an. Und das Lager hier nicht. Genau, auch nicht das hier. Und das auch nicht. Ja. Man muss sich sehr überlegen, ob man mit diesem Ding bauen will oder beziehungsweise damit handeln will. Weil halt, wie gesagt. Wie denn? Das kostet ein Slot. Immer. So, und diesen Slot bekommst du nie wieder. Das heißt, wenn du Slots wasten willst, dann das Ding. Ja. So, gut. Dann würde ich sagen, habe ich einen Mod noch vergessen. Den zeige ich euch jetzt. Moment. Genau, hier der legendäre vergessene Mod. Ja, habe ich anscheinend irgendwie nicht ausgewählt oder so, obwohl ich eigentlich immer alle abwählen und alle anwählen mache. Aber egal. Hier ein kleiner Pflug von Kuhn. Genau, Kuhn Vari Master 153. Ja, mit 2 Meter Arbeitsbreite, 12 km/h fährst du damit schnell und 120 PS braucht er. Hängen wir mal kurz an. Müsste auch ausklappbar sein. Boah. Zack. So. Das Hilfefenster wieder aus. Ne, nicht ausklappbar. Gut. Aber man kann ihn drehen. Leid, einklappbar und ja. Oh. Drehen und senken. Ja, ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Oh. Bitte, Giants, macht, dass man den Händler kaufen kann. Das nervt langsam. Ja, ansonsten. Was ist das von der Mod-Verstellung, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mod. Tschüss. Just